herzlich willkommen zu einer neuen Folge Super Mario Klempner Simulator 2019 Deluxe. Und da sind wir wieder hier unten in den Katakomben, oder eher gesagt im Abfluss des Hotels. Ganz weird, I know. Und wir gucken jetzt erstmal, welches Rätsel wir hier zu lösen haben. Sachen geschehen. Aber ich habe keine Ahnung, was für Sachen. Aber ich meine, es hat was mit Luigi zu tun. Stellen wir uns erstmal hier drauf, um die ganzen Geheimnisse zu lüften. Yo! Es ist wieder Dienstag, es ist wieder eine neue Folge von Luigi's Mansion 3 am Start. Ich meine, mittlerweile haben wir so circa die Hälfte des Projekts. Bin mir aber nicht sicher. Wir haben auf jeden Fall eine Schatztruhe. Also von den Anzahlen der Knöpfe haben wir auf jeden Fall mehr als die Hälfte. Und ich habe mal so durchgerechnet, wir werden grob Ende Mai, Anfang Juni fertig sein mit dem Projekt. Ich weiß, ich rede immer von dem Projekt und das hört sich dann meistens so an, als wenn ich es fertig haben will, was... Ha! Zwischensequenz. Der Polterpinscher ist doch niedlich, oder? Du steckst ja ganz schön tief im Schlamassel. Umso besser, dass ich aus technischer Sicht gute Neuigkeiten verkünden kann. Der Schreckweg-Flug ist wasserdicht. Ja, perfekt. Nur Luigi nicht. Dieser Geist hat mir mit dem Schalter den Wasserstand manipuliert. Deshalb ist jetzt dein Weg blockiert. Probier doch mal den Wasserkanal entlang zu laufen, um den Schalter zu erreichen. Du musst den Wasserstand wieder absenken, um den Geist verfolgen zu können. Ja, no shit, Sherlock. Okay, jetzt wird hier alles geflutet. Zum Glück haben wir gerade die Kiste schon mal geöffnet. Und nun können wir nur noch hierher. Was ich sagen wollte, ist, dass ich gerade irgendwie lost bin. Was ich sagen wollte, ist, dass es sich manchmal so anhört, als würde ich endlich wollen, dass das Projekt endet. Weil als hätte ich keinen Spaß daran. Nein, das stimmt natürlich nicht. Ich finde es halt bloß total spannend zu planen, was man danach machen könnte, was... Ah ja, was für Projekte man noch bringen könnte und wie man allgemein auf dem Kanal weitermachen kann. Das finde ich halt total spannend zu überlegen. Und ich meine, hier war irgendwas mit der Düsterlampe, was man machen musste. War das das? Ja, war's. Perfekt. Wenn das ein Juwel ergibt. Nee, es ergibt nur Kaffee. Oh. Oh. Ich glaube, wir haben es kaputt gemacht. Und wir haben dadurch das Juwel bekommen. Ich hatte doch nochmal recht. Meine Erinnerungen haben mich nicht getrübt. Getrübt. Getrübt, oder? Ja, getrübt. Und hier liegen überall Geldsäcke rum. Warum liegen in der Kanalisation Geldsäcke rum? Was zur Hölle? By the way, nochmal sehr viel Dank für das Feedback auf die letzte Folge. Das hat mich sehr gefreut. Also momentan läuft Luigi's Mansion halt echt gut. Ich gehe davon aus, dass ich euch diese Folge etwas mehr zusammencutten werde. Einfach aus dem Grund, weil passiert nicht so viel. Damit wir die Etage schnell durchkriegen. Und nun kommt das schlimmste Element der Etage. Weswegen wohl jeder einzelne Spieler diese Etage hier hasst. Und das noch mit Driftenden Controller. Prost Mahlzeit, meine Freunde.
fürchte Schlimmes. Ihr werdet sehen, wie die Rätsel hier funktionieren und ihr werdet merken, es ist einfach nur schlimm. Mal gucken, wie gut wir durchkommen. Ich habe Angst. Ich habe absolut Angst. Dabei mag ich baden und so ja eigentlich. Luigi? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hui, das wollte ich nicht. Boah, Hilfe! Viel Spaß, Dodo, beim Failen zuzuschauen. Und wer zur Hölle legt bitte Minen in den Abwasserkanal? Wer? Bitte wer? Folgt, das ist die Mechanik des Bosskampfs. Und das war jetzt nur für Bonus? Och nee. Hey, wo geht's denn jetzt? Ah, ich glaube, ich weiß, wo es weitergeht. Ah, perfekt. Jetzt können wir oben weiter. Oder auch nicht. Vor allem diese schlimme Troll-Musik hierbei. Die triggert halt noch mehr. Ah, ich hasse es. Und jetzt sind wir in dem Raum. In dem eine Strömung herrscht, by the way. Meine ich. Also Luigi darf... Ja, hier herrscht eine Strömung. Einfach nein. Stoppen Sie dies. Bitte. Oh, wir müssen... Nein, 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 nein. Stopp. Ah, ich hasse dieses Level. Hilfe! Nein, du gehst jetzt erstmal in eine falsche Richtung. Du gehst nach hinten, du gehst nach hinten, du gehst nach hinten. Und jetzt lass mich hier durchfahren, please. Jetzt leg doch da vorne an! Hilfe! Ich krieg das nicht hin. Ah, danke. Was muss ich jetzt hier machen? Ja, jetzt geht's weiter. Und jetzt müssen wir hier irgendwie durchkommen. Ah, das ist pausiert. So, gut, fertig. Machen wir das. Dann kommt Luigi jetzt hier, meine ich. Dieses Level geht im Koop deutlich einfacher. Weil dann ist einer permanent Luigi und passt auf, dass der hier irgendwo abdriftet. Und die andere Person ist dann Luigi, die hier oben alles macht. Im Koop ist dieses Level wirklich 10-mal leichter. Boah. Nein! Ah. Ich hasse es. Ich hasse dieses Level. Und dann diese scheiß Troll-Musik dabei. Da bin ich wieder. Mal gucken, ob ich es jetzt hinkriege. Geschafft. Es ist ja schlimmer als jedes K-Level. Ah ja, da gibt's Haie anscheinend. Ah ja. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Bitte mach sie tot. What the fuck, what the fuck? Was machen die noch hier? Und wir sind bei dem Knopf. Ey, ich bin so froh. Jetzt können wir die Scheißwasser ablassen. Und ich kann schon mal sagen, die gleiche Mechanik gibt es beim Bosskampf. Einfach nein. Yeah.
Aber jetzt genau noch dieser kleine Geist, dem wir jetzt erstmal gehörig den Arsch versohlen werden. Komm her, du kleiner Sohn. Ich mache einfach alle kaputt. Schluss damit. Schluss damit. Okay, irgendwie kam das Geräusch jetzt gerade zweimal. What the hell? So, da haben wir es. Da haben wir es geschafft. Endlich haben wir den scheiß Knopf aktiviert. Und zieh. Jetzt ist das Wasser weg. Perfekto. Glaube ich. Ja. Endlich. Sehr gut, der Wasserstand ist normal. Dann gehen wir jetzt zurück, wo du hergekommen bist. Und by the way, hier sind die Haie. Die können gerne austrocknen gehen. Und wir kommen dann mal zum Wochenrückblick. Nicht, dass ich ihn wie in der letzten Folge komplett vergesse. Ich weiß, in dieser Folge haben wir nicht so über Themen geredet. Dafür haben wir sehr viel geraged. Komm, ihr könnt drauf gehen, ihr Geister. Aber fangen wir mal letzte Woche an. Letzte Woche Dienstag startete ganz normal wieder mit Luigi's Mansion 3 Part 16, wo wir über die Disney Plus Exclusive Serie WandaVision geredet haben und allgemein über das Marvel Cinematic Universe. Meiner Meinung nach war es ziemlich cool. Also, ich werde versuchen, in den nächsten Folgen auch wieder über Themen zu reden. Bloß, das hier ist gerade eine Rätselfolge, da kann ich gerade schlecht kommentieren, finde ich. Also, ich finde es gerade ein bisschen schwer zu kommentieren bei dieser Etage, die so frustet. Wie sonst was. Und hier ist ein U-Boot. Warum auch immer hier ein U-Boot ist. Auf jeden Fall haben wir über WandaVision geredet, über die Serie. Ich habe meine Meinung dazu abgegeben. Wir haben die Museumsetage gespielt. Der zweite Hauptboss des Games hier. Also ist schon lohnenswert, sich anzugucken. Ist schon ganz witzig. Ah, sorry, ich muss den Kamin hier anzünden. Kann ich nur empfehlen. Ich persönlich war mit der Folge auch sehr zufrieden. Donnerstag gab es dann den Stream, wie jeden Donnerstag 18 Uhr. Also wenn ihr auch mal Bock habt, den Stream zu schauen, schaut einfach donnerstags 18 Uhr auf meinem Kanal vorbei, hier live auf YouTube. Es war wieder ein Just Chatting Stream und es war ziemlich chillig meiner Meinung nach. Also mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, da kommt Luigi durch. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und es waren auch sehr viele Zuschauer dabei. Also, wir haben safe immer so 5 Zuschauer im Durchschnitt. Mal mehr, mal etwas weniger. Aber es sind immer Leute da, was ich total cool finde. Deswegen, die Streams machen mir persönlich richtig Spaß. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie euch Spaß machen. By the way, ich werde jetzt auch öfter mal auf meinem Discord-Server sein. Wie gesagt, Link zum Discord ist unten in der Beschreibung. Muss ich jetzt dran denken, ihn reinzupacken. Wir sind da nach den Streams manchmal abends im Talk. Ist immer recht witzig. Also es ist wirklich recht witzig. Sonntag kam der KDL Spieltag 1 gegen Salah. Ja, ich werde das Ergebnis nicht spoilern. Ihr könnt euch den Kampf gerne angucken. Jetzt jeden Sonntag die KDL. By the way, das Video wurde noch gar nicht hochgeladen, jetzt wo ich hier gerade das Video aufnehme. Heute wisst ihr ja, was kommt. So ist es immer ein bisschen sinnlos, die Luigi's Mansion Folgen zu erwähnen. Ich mach's einfach nur wegen der Vollständigkeit halber. Yeah.
jetzt kommt der hier. Scheiße. Ey, ich bin so schlecht hier. Ey, ich krieg... Wieso hat der mich denn jetzt getroffen? So, da haben wir ihn, da haben wir ihn. Und jetzt raus, 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 raus. Okay, ich beeile mich. Weiter geht's mit, ja, ihr seht, heute ist es diese, ich meine, XXL Rage-Folge. Ich bin echt nicht gut da drin. Ich bin echt nicht gut in diesem Kampf. Hey, wieso ist der jetzt schon wieder verwirrt? Zur Hölle? Ist der Boss bei mir verbuggt? Okay, eigentlich sollte der nicht verwirrt sein, der sollte eigentlich angreifen. Ich habe keine Ahnung. Ach, vielleicht weil er direkt in die Mine geflogen ist. Das kann gut sein. Nein, komm zurück. Du kriegst ordentlich auf die Nuss. Ja, da haben wir ihn doch. Okay. Komm her, komm her. Donnerstag ganz normal wieder ein Stream, könnt ihr gerne einschalten. Und Sonntag dann KDL-Spieltag 2 gegen Benji, den ich gleich, by the way, hier nach direkt aufnehme. Also, na, nicht direkt. Nicht direkt, sondern ungefähr. Ungefähr um 17 Uhr jetzt gerade. Wie spät ist es gerade eigentlich? Boah, ich habe die Zeit voll aus den Augen verloren. Und ich bin mich gerade voll am Konzentrieren. So, raus, 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 raus. Komm, Luigi, renn. Luigi, renn, renn, renn. Renn doch, renn doch. 1, 2, 3, 4. Als ob der einmal noch lebt. Oh Mann, Mist, 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 Mist. Auf jeden Fall, da kommt KDL-Spieltag gegen Benji. Ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Ich bin echt gespannt, wie morgen der erste KDL-Kampf ankommt. Also für mich der erste. Jetzt komm doch, komm doch, komm doch her, komm doch her, komm doch her, komm doch her. Ah. I hate it so much. Ja, wir haben ihn. Ja! Ach, du Arsch! Endlich! Perfekt! Ja! Wir haben ihn und gespeichert! Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt bei dieser recht langen Folge, dieser recht frustrierenden Folge. Ich hoffe, ich kriege das einigermaßen gut zusammengeschnitten und unterhaltsam zusammengeschnitten. Mal gucken, wie es nächstes Mal läuft. Ich würde sagen, man hört sich. Bis zum nächsten Mal. Adios. Ich bin froh, mit dieser Etage fertig zu sein. Aber wirklich. Ciao.